Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei einem kleinen Feedback-Video. Ich möchte gerne euer Feedback haben, wie klingt der Ton? Es ist für mich mit dem neuen Headset extrem schwierig, ja einfach mich zu gewöhnen und ja, ich hatte gestern im Livestream noch die Probleme, dass das Headset nicht ging. Ich habe einfach den Anschluss einfach, ja ich hatte keine Anschlussbüchse, nur eine, Kopfhörbüchse genommen. Und dadurch hatte ich keine Stimme natürlich. Da musste ich wechseln, habe das alte Headset halt wieder geholt, als es dann nicht ging und so weiter. Ja, ich hoffe es ist gut, weil ich höre es nicht so gut selber, weil der Kopfhörer ist ganz abgeschirmt, dass ich höre meine eigene Stimme jetzt momentan auch fast nicht. Und das ist extremst. Ja, ich habe eben ein neues Headset, ihr merkt es wahrscheinlich, und das ist ein Siberia 200 von Steel Series, oder so etwas genau. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich hoffe, ich habe es nicht falsch gesagt. Ja, gestern kam noch Novolem, mit dem Novolem hatte ich doch ein bisschen, ja, Meinungsverschiedenheiten, weil einfach, ja, er hat ein paar Probleme gemacht und ich war nicht einverstanden damit, aber er hat mich dafür ein bisschen geholfen, hier eine Orgel zu machen. Er hat es richtig schön gemacht. Das gefällt mir extremst und also, ja, es ist schlicht natürlich. Ich muss dann einfach eine zweite Wand hier unten machen und eventuell das dort noch wegmachen, aber sonst ist eigentlich alles gut. Heute werde ich mal Seslik auch für, wegen den Cheat, No-Cheat Plus, mal kontaktieren, um Ding, dass ihr auf Half-Steps nicht backt. Weil No-Cheat Plus meint natürlich auf Half-Steps gibt es Probleme mit den Cheaten oder so etwas und das ist nicht gut. Keine Ahnung, wie das da so eingestellt ist, wieso das am Anfang das so eingestellt ist. Völlig daneben und so weiter. Tja. Und hier habe ich noch ein Klavier, ein Flügel bekommen, genau. Das ist das Klavier. Ja, sonst ist eigentlich, ja, nicht so viel passiert. Ich will jetzt einfach noch kurz das Dragos News Video sozusagen noch in Begriffen machen. Die Kapelle ist neu. Gehen wir nachher kurz. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Burg von King Villa. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo der neue wohnt. Das muss ich dann, ja, eventuell in einem anderen Video dann sagen. Gott, Dragobas, ja klar. Ah je. Yeah. So, dann haben wir hier der Gold Tree, dann ist, der ist euch wahrscheinlich schon bekannt. Ah ja, da hinten ist ja noch jemand. Der Bakware hat sich hier irgendwo ein Haus gebaut, auf der anderen Seite des Berges. Da, ja. Das ist Bakwares Haus, der hat, ja, so ein schön inbegriffenes Haus gebaut. Und macht wahrscheinlich irgendwann mal weiter. Also das ist natürlich sehr viel Rohbau. So, jetzt schauen wir mal weiter hinten hier, hä? Ja, der Rest ist eigentlich alles noch normal. Hier ist der Sumpf. Also es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss mich gewöhnen, gell? Wenn irgendwie die Qualität oder die Stimme nicht so gut ist, weil ich halt ein bisschen ja, vorsichtig, also ja, eben weil ich ja nichts höre sozusagen, also nur sehr, sehr wenig. Vor allem im Raumklang. Ich höre meine Stimme, als würde sie irgendwo im Universum herumgammeln. Aber nicht bei mir. Ja, und es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe ja ein leichtes Drucken an den Ohrmuscheln. Also außer, also ringsum. Und sonst, ja. Ich weiß nicht, wo jetzt der neue gebaut hat, aber ich gehe mal in die Farmwelt. Ich denke, er ist in der Farmwelt. Ja, ich muss unbedingt die Grafik vielleicht noch ein bisschen höher, also
Sichtweite. So, es liegt am Server, also werden wir die Server-Sichtweite erhöhen. Denke ich jetzt mal. Ja, jetzt ist's. Nein, es ist immer noch gleich weit. Ja, das muss ich dann noch erhöhen. Also, wer mir da ein bisschen helfen kann, der ist natürlich sehr willkommen. Ah, da ist jetzt. Hä? Was baut der hier? Der Kev Gaming. Unterstrich Kev Gaming unterstrich hat hier einen Pferd, einen Stall gemacht. Was ist denn cool? Die Mine ist schon ein bisschen weiter scheinbar. Aha, hier hat es wahrscheinlich gebaut. Jetzt habe ich schon gedacht, er macht ein Nazi-Zeichen, aber es ist ein Tintenfisch oder so etwas. Hier ist wahrscheinlich der neue. Ja. Das ist der neue. Ich habe hier einen Astronautenhelm. Ah, Wheatley. Ja, der Wheatley. Das ist so ein Roboter. Von, jetzt weiß ich gar nicht, von welchem Film oder Spiel das ist. Keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt etwas vergessen habe, schreibt es unter die Kommentare. Also, in die Kommentare unter dem Video. Und eben, wenn die Qualität halt schlecht ist, dann sagt es bitte auch, gell? Ich will eine gute Qualität bieten und ihr müsst mir Feedback dazu geben, gell? Also, das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn ich das online auch sehe, dass es gut läuft, ja, werde ich dann auch mehr Let's Plays machen und so weiter. Aber für was das hier ist, keine Ahnung. Vielleicht eine Absch also eine Mauer bald. Ja. Also ich will das Video nicht allzu lang machen, ich mache nur noch kurz. Naja, da wo es ist öffentlich. Oh, da ist Farmspawn und da oben ist auch Farmspawn. Das Global wieder, also er hat das genau richtige gemacht. Ja. Also Dankeschön und tschüss.